Hallo und herzlich. Okay, time to get dressed for the day. Danke. Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, ich möchte ja jetzt unser Zimmer noch ein bisschen angucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber ich glaube, da war nichts mehr weiter. Wir haben Kates Buch eingeblendet. Das muss ich noch zurückgeben. Ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. Hier gibt es auf jeden Fall was zum Nachlesen. Ich wachte als eine andere Person auf, auch wenn es noch keiner weiß. Nach den Enthüllungen zu meiner Kraft gestern und der Rettung von Chloes Leben neben anderem irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde, in Blackwell, muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen, würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren, aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit- und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Warren bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornado-Vision und der Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Jetzt muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt nötig. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Ich verstehe nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles. Was hat sie davon, Kate zum Marsch zu mobben? Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierende Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Ja. Genau, das Buch müssen wir zurückbringen, das werden wir auch gleich machen. Dann haben wir hier diese nette Nachricht von Nathan. Was das Video angeht, ja gut, da war von Anfang an, da war ja schon in der ersten Episode gleich am Anfang die Rede, dass da wohl ein Video im Umlauf ist, aber ich habe das echt so ein bisschen Kate verdrängt gehabt. Ich gucke noch kurz auf unseren Stundenplan. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Okay, Geschichte, Algebra, Übungen zur Mathematik, Sprache der Fotografie, ich gucke Medienwissenschaften, was haben wir denn alles? Viel Algebra auf jeden Fall, Geschichte, ja. Ich weiß jetzt nicht, warum da Algebra so relevant ist, ehrlich gesagt, Kulturanthropologie, okay. Das ist auf jeden Fall interessant. Es ist eher ein Schulstundenplan und nicht so sehr ein Studienstundenplan, so wie es klingt, aber okay. Ja, also wie gesagt, das mit dem mit dem Video, das habe ich wohl am Anfang so ein kleines bisschen ja, ignoriert. Also da war wohl schon am Anfang die Rede davon. Ich ziehe mich mal an. Hey, genau. Einstein had the same exact suit for every day of the week and he couldn't even rewind time. Okay. Ich glaube, durch das Anziehen haben wir jetzt finally take this back to Kate before I'm late. As if I have to worry about being late anymore. Richtig, genau. I do have all the time. Now I have to wonder if any of these films. Ja, das habe ich mir schon angeschaut. Okay. Ja, tut mir leid, ich bin gerade noch so ein bisschen verwirrt. Übrigens muss ich noch eine Info nachreichen. Das hatte ich euch eigentlich beim letzten Mal schon versprochen. Ich habe hier geschaut, wer in meiner Freundesliste Life of Strange spielt. Mein Gott, es ist noch früher Morgen. Ich bin noch beim ersten Kaffee. Und zwar, also der Langster und die Nessie, das war ganz klar. Und der Phil, der DTM und F1. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt, ich weiß, wo du schläfst. Ja, das ist natürlich von Nathan. Now I'm getting anonymous threats. It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here or I could be in serious danger. If I'm not already. Ja. Sollen wir jetzt direkt zu Kate gehen? Ich glaube, es ist besser, ne? Also wie gesagt, unter Phil, DTM und F1, der spielt dieses Spiel auch mehr als es nicht. Eigentlich jetzt von der Prozentzahl her, von der Aufteilung her, hätten es 4 oder 5 sein müssen. Yes, I'm here. Come in, Matt. Okay. Oh je. Eine Violine. Oh toll, ich liebe Geige. Ich guck mir das mal an. Was Kate ist all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Kate, dein Vater und ich haben einen verstörenden Anruf von Director Wells bezüglich eines Partyvideos von dir erhalten.
Unsere Bedenken, dich nach Blackwell zu schicken, scheinen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir es ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich und unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich erwarte, dass du Gott um Vergebung bittest. Boah. Dabei kann sie doch gar nichts dafür. Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. Okay. Why did she cover up the mirror? She can't look at herself? Ich glaube, bei Kate liegt noch echt mehr im Argen als bei uns selber. Kate really has a doting father. Okay. Da war so ein Bibeltext. Ich habe das jetzt nicht alles übersetzt. Aha, Moment. Genau, da war ja noch was. Ich kann ja noch Fotos machen. Sehr schön. Da möchte ich ganz schnell mal kurz gucken. Genau, das war das Erste. Dann geht es um einen halben Donut oder so. Das andere, das ist mit Sicherheit, wie heißt es, Two Whales, dieses Diner oder so ähnlich, weil das sieht nach einer Walfluke aus, das ist bestimmt so ein Werbeschild. Knochen hinter dem Zaun, Firewalk with me, okay, also den Donut merke ich mir auf jeden Fall noch. Das mit dem Diner, das müsste ich dann eigentlich so hinkriegen. Taschentücher, oh je. That's a lot of tears. She's going to go through boxes. Hey, I'm trying to use my powers for good. Ouch. She left out Damnation. Liebe Katie, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt deines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigst du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung deiner Seele aus dem ewigen Höllenfeuer beten, Tante Marsh. Boah, sie kriegt es aber von allen Seiten. Vor allem, wer zeigt in ihrer ganzen Familie diesen Link? Good Lord. This must be Kate's H.R. Geiger period. Geiger hat ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, den Xenomorphen von Alien entworfen. Ja, ich möchte mir diese Sachen deshalb auch wirklich genau anschauen, weil ich ja mit ihr reden will und vielleicht kann ich sie auf was Bestimmtes Kate ansprechen. Used to play the violin every morning. She stopped last week. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Es kommt schon sehr drauf an, wie man geprägt ist. Ich hatte... Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Ich hatte das große Glück, dass ich da sehr frei erzogen wurde. Ich hatte jedes Recht der Welt. Ich konnte in die Kirche gehen, wenn ich wollte. Ich musste nicht... Und es wurde auch nicht wirklich groß thematisiert, aber es hat auch niemand Einspruch erhoben. Also das war eigentlich alles sehr, sehr frei bei uns. Kate even makes notes in her Bible. My parents never... Damn, it's the all-American zombie family. Es sieht schon alles sehr ordentlich aus, sag ich mal. Warum hat sie das alles geschlossen? It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Hier ist noch ein Foto. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Das sind wohl ihre Schwestern, ne? Also gut, wir reden jetzt mal mit ihr. Hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Ich stell mich mal echt doof. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help.
Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Ach du Scheiße. Nathan Prescott? Oh shit. Genau. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here, near my bag. Boah, das ist richtig, richtig übel. Ich meine, das ist nicht Mobbing. Das ist eine ganze Stufe weiter. Das geht gar nicht. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Ui. Boah. Also, normalerweise, hoppla, würde ich auf jeden Fall sagen, dass sie zur Polizei gehen soll. Unter normalen Umständen. Natürlich braucht sie Beweise, aber das geht überhaupt nicht. Allerdings jetzt, ich sag mal, in diesem Spiel werden wir mit Sicherheit erst nach Beweisen suchen müssen und wir haben mit unserer Gabe ja vielleicht auch die Möglichkeit, Beweise zu finden. Aber sie muss auf jeden Fall zur Polizei gehen, nur halt nicht unbedingt sofort. Sie braucht wirklich erst was in der Hand, weil es gibt halt wirklich nur dieses Video und ihre Aussage. Und aus dem Video geht nicht unbedingt hervor, was vorher passiert ist. Deshalb, ja. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Aber so ist es doch nicht gemeint. Ich finde schon, dass sie zur Polizei gehen soll. Auf jeden Fall. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Wir brauchen wirklich mehr Beweise, aber vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Also, ich sag mal, da spreche ich jetzt ein bisschen gegen meine Überzeugung, weil ich einfach glaube, dass das Spiel das auch erwartet. Wenn das jetzt also in der Realität passiert wäre, dann hätte ich sie sofort gepackt und wäre mit ihr zur Polizei gefahren. Fertig, aus. Und dann wäre es Sache der Polizei gewesen, die Beweise zu finden.
Aber ich glaube einfach, dass es in diesem Spiel wichtig ist, dass wir da nicht nochmal voranpreschen. Und ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war, aber. Sie weiß ja, dass wir auf ihrer Seite stehen. Ich darf sie auch nicht nochmal ansprechen. Ich glaube, in diesem Zimmer gibt es jetzt auch nichts mehr. Ich kann das auch so ein bisschen. Ich kann auch ihre Reaktion verstehen. Weil eigentlich wollte sie, dass jemand ja, sie unterstützt und sagt, komm, wir gehen jetzt zur Polizei. Sie hat vielleicht sich alleine nicht so richtig getraut. Und jetzt ist Max die einzige Bezugsperson, die sie hat. Und die sagt, nee, komm, lass mal. Wahrscheinlich ist es nicht gut. Also gut, wir brauchen Beweise. Oh, Chloe hat sich gemeldet. Max Essen. Two Whales. Seh dich da. Bricht dir beim Texten keinen Finger ab. Hurra, Frühstück. Keine Emojis, ja. Ja, wir gehen ja gleich. Sie wird sich schon noch einen Moment gedulden. Also, mit Sicherheit steckt Victoria in dieser ganzen Geschichte mit drin. Fine, I won't disturb you. Da vorne steht immer noch Brooke. Vielleicht. Es war doch Brooke, oder? Vielleicht kann ich ja mit ihr noch mal kurz reden. Really, Max? Anscheinend nicht. Oh je. Kann ich noch mal mit Juliet reden? Juliet? Nee, auch nicht. Es muss mir doch irgendjemand noch was sagen können. Ich meine, wir haben doch mitgekriegt. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Wir haben doch mitgekriegt, dass ihr was untergeschoben wurde. Die haben doch drüber geredet in der Dusche. Das hilft uns auch nicht weiter. Mülleimer, okay. Den kann ich mir aber auch nur ansehen. Ich kann das Wohnheim verlassen. Aber ich. Ich gehe jetzt echt nochmal die Türen ab. Clearly not a morning person. Dana. Weiß sie noch irgendwas? Later, Max. Verdammt. This is both sad and pathetic. Ja, das kennen wir schon. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich nicht einfach. Ah, da ist Juliet. Moment. I'm not watching the video, Max. Na, immerhin. Warum haben wir gesagt, dass wir zu dieser Party gehen? Hm, ja. Ich habe so ein bisschen Angst, jetzt einfach zu gehen. Muss ich sagen. Weil ich will es mir ja nicht total verbauen mit Kate. Oh, I wanted to be a Derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Das kann ich sogar verstehen. Die Bigfoots, sind die Bigfoots jetzt die Footballmannschaft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch, die Otter waren die Schwimmmannschaft. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Ich guck grad mal, Moment, Moment. Direktor Wells lässt uns im Rahmen des guten Geschmacks und der Sicherheitsvorschriften freie Hand bei der Dekoration der Ach so, okay. Ja, da geht's um die Halloween-Party. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Ich dachte, vielleicht hat da irgendjemand was nachrecherchiert über Drogen oder sowas. Was jetzt natürlich albern ist. Also so einfach wird es mir das Spiel nicht machen, aber. Mehr. Und vielleicht doch noch mal in die Dusche. Ja, ich weiß, die Folge ist sowieso gleich zu Ende. Wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Folge zu Chloe gehen. Oops, I forgot about the water pressure.
Whole to another universe, ja. Puste. Ich weiß, wir haben uns das alles angeschaut. Und wer auch immer in dieser Dusche drin ist, der ist schon ziemlich lange drin. Oder sie. Da gibt es wirklich nichts. Also das, wie gesagt, das mit Kate, da reden wir hier lange, schon lange nicht mehr über Mobbing. Das ist ein Verbrechen. Und das, ja, das hat nichts mehr mit diesem normalen Schwulscheiß zu tun. Und ich sag mal, wenn es so weit gekommen ist, jetzt nicht nur wegen dem Video, das wäre auch ohne Video schlimm genug. Also, ich bin da jetzt gerade echt so ein bisschen schockiert, wie weit man hier mit Kate gegangen ist. Ich bin auch überrascht, wie weit das Spiel eigentlich geht. Das ist ein richtig derbes, ernstes Thema. Ich finde es gut, dass es in dieser Form auch mal thematisiert wird. Und ja, ich glaube jetzt, dass wir hier wirklich nicht mehr viel tun können. Ich hoffe, dass wir Kate noch irgendwie helfen können. Und ich hoffe, dass es jetzt kein Fehler war, nicht mit ihr zur Polizei zu gehen. Ich würde sagen, dass wir jetzt dann das Wohnheim verlassen. Das machen wir jetzt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit Chloe treffen. Am Two Wales. Irgendwas mit Wales auf jeden Fall. So, wir sind wieder draußen, dürfen uns hier noch ein bisschen umsehen und wie gesagt, da werde ich dann auch noch mit ein paar Leuten reden. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier auch so rumstotter und so. Es ist echt noch früher Morgen, erster Kaffee, ihr wisst Bescheid. Aber ich hatte jetzt so Bock, hier weiterzuspielen und deshalb, ja. Es geht dann morgen weiter und dann sind wir auf dem Weg zu Chloe. Ich freue mich, macht's gut, bis dann. Tschüss.